Als beliebtester Sport der Welt steht der Fußball in der Welt der Video- und Computerspiele nicht nur für kontinuierlich kommerziell erfolgreiche Marken, sondern auch für eine lange Geschichte quer über alle möglichen Systeme und Plattformen verteilt. In unserem Video-Special nennen wir einige Fußballspiele in chronologischer Abfolge und versuchen sowohl Nostalgiker als auch Historiker Herzen höher schlagen zu lassen. Soccer Pong. Selbsterklärender Titel, oder? Eigentlich ist Soccer Pong nichts anderes als Pong mit zwei Paddeln statt jeweils einem, und doch beginnt unsere Reise durch die Geschichte der Fußballspiele bei diesem Titel. Soccer Pong war Bestandteil der Multigame-Cartridge Pong Sports. So simpel wie mit Football der Spieletitel ausfällt, fällt dieses Atari 2600 Fußballspiel auch spielerisch aus. Der Ball klebt magisch am Fuß des ballführenden Pixelspielers, die Musik lässt Töne jenseits von Gut und Dubstep klingen, und doch bildete auch dieses Spiel den Anfang eines verkaufsstarken Genres und vermittelte schon damals Spielspaß mit dem Pixelleder. Bei Intellivision Soccer waren zwei Spieler Pflicht. Nach heutigen Maßstäben sieht es grafisch natürlich simpel aus, zu der damaligen Zeit war es jedoch durchaus ansehnlich. Zugegeben, es sieht aus, als würden Barbecue-Soßenflecke versuchen, ein Stückchen Tofu über die Linie zu bringen, aber immerhin war der Ball relativ frei und erlaubte primitives Pixelfußballspiel. Fußballlegende Pelé zeigt sich mit Pelés Championship Soccer jedenfalls sehr begeistert. Auf spartanischen 16 Kilobyte befand sich mit International Soccer ein Meilenstein der Fußballspielgeschichte. Mit Einknopfsteuerung schoss oder passte der Spieler den Ball. Die zur damaligen Zeit intelligenten, mitlaufenden KI-Mitspieler machten das Spiel für Jahre zum Fußballknaller. Ein weiteres Spiel aus der Fußball-Software-Steinzeit. Auch bei Wii Sports Soccer schießt und passt man mit ein und demselben Knopf. Die Grafik war damals schon als hübsch zu bezeichnen, immerhin konnte man die Spieler deutlich als Menschen erkennen. Allerdings bewegten sie sich lediglich auf vorgegebene Bahn und man war auf das Passen und Schießen beschränkt. Kuriosität am Rande, es wurde komplett ohne Torwart gespielt. Das Automatenspiel Tekken World Cup präsentierte Fußball aus der Vogelperspektive. Dem grafischen Vorbild sollten noch andere Spiele folgen. Die Trackball-Steuerung erlaubte gefühlvollen Umgang mit dem Ball, während immer der Spieler in Ballnähe automatisch ausgewählt und mit einem Cursor symbolisiert wurde. Peter Shiltons Handball Maradona ist quasi das Spiel zur legendären Fußballsituation, bei der Maradona mithilfe der Hand Gottes im Sprungduell neben Englands Torhüter Peter Shilton ein Kopfballtor erzielte. Dass es ein klares Handspiel war, interessierte den Schiedsrichter dabei nicht. Das Tor wurde gegeben und der Weltfußball um eine Legende reicher. Im Spiel steuert ihr einzig allein den Torwart Peter Shilton. Strategische Finessen dominierten Gary Linekers Superstar Soccer. Ligen, Pokalspiele, Tabellen, Aufstellungen, Taktiken, Koop-Spiel, Einspieler-Torwart, Einspieler-Stürmer. Viele Features, doch spielerisch war der Titel leider zweitklassig. Gepublished von MicroPro Software und Sensible Software, protzte MicroPro Soccer mit damals interessanten Features wie Wiederholungen, einem steuerbaren Torhüter- und Heilmodus. Schoss man den Ball, hatte man im Nachhinein die Möglichkeit, den Schuss durch Joystick-Richtung zu beeinflussen. Alles in einem, der erfolgreiche Anfang einer glorreichen Fußballspielreihe, die später im Video Erwähnung findet. Ein ebenfalls legendärer Fußball-Kulttitel ist zweifelsohne Kick-Off. Die Hauptbestandteile des Spiels, der völlig freie Ball und Vogelperspektive. Das Gameplay bewegte sich in Richtung Simulation, zumal mit verschiedenen Aufstellungen unterschiedliche taktische Spielweisen ermöglicht wurden. Schiedsrichter werteten nach mehreren Strengegraden und wie zuvor bei MicroPro Soccer und später Sensible Soccer ermöglichte ein nachträgliches Nachjustieren der Ballflugbahn spielerisch interessante Situationen, die Fußballfanherzen schneller schlagen ließ. Nintendo World Cup hingegen setzte voll und ganz auf den lockeren Spaß mit Leder und Rasen. Verrückte Superschüsse, antreibende 8-Bit-Musik und verschiedene internationale Fantasieteams mit klobigen Muskelmännchen. Nintendo zelebrierte geradezu das Fun-Sport-Subgenre und mit übertriebenem, ungeahnetem V-Spiel durften sich sogar bis zu 4 Spieler gleichzeitig gegenseitig duellieren. Oder wie heißt es noch gleich in Nintendos Werbung? Klasse Live-Action für 4 Spieler! Super!
Klasse Live-Action für 4 Spieler. Mehrere Manchester United-Spiele erschienen in den 90er Jahren. Die 91er Amiga-Fassung Manchester United Europe punktete neben gutem Gameplay mit speziellen Details, die für die damalige Zeit nicht üblich waren. Linienrichter und Schiedsrichter verfolgten auf Ballhöhe den Ball, Kameramänner am Spielfeldrand, Sicherheitsleute vor dem prall gefüllten Publikumsrängen, allesamt Details, die für eine Steigerung der Atmosphäre sorgten. Zum Super Nintendos Launch-Lineup in Europa gehörte Super Soccer. Das Spiel punktete mit einer damals innovativen Kameraperspektive durch den Einsatz des Nintendo-exklusiven Mode 7 Chips. Spielerisch gehörte es wie schon zuvor Nintendos World Cup zum Fun-Sportspiel. Rempelattacken und Grätschen machten neben den SNES-typischen 16-Bit-Ohrwürmer-Melodien den größten Reiz am Spiel aus. Unter dem Namen Super Formation Soccer erschienen im Japan in den weiteren Jahren Nachfolger des Spiels, jedoch nie hierzulande. Sensible Soccer aus dem Hause Sensible Software, den Machern von Microprose Soccer. Ein absolutes Kultspiel der 90er. Die Fußballspiel-Legende überzeugte mit seinem schnellen und arkadigen Gameplay, welches durch das Aftertouch-Feature jedoch viel Komplexität und Varianz ermöglichte. Verschiedene Charakterwerte, ein Mannschaftseditor, der Pixel-Charme der Fußballrecken erzeugten zusätzliche Sympathie der Spielerschaft. Auf etlichen Systemen umgesetzt schaffte Sensible Soccer in überarbeiteter Fassung sogar den Sprung ins neue Jahrtausend. Als SWOS bzw. Sensible World of Soccer erschien das Spiel zuletzt auf XBLA. Mit FIFA International Soccer betrat Electronic Arts bzw. EA Sports erstmalig den Fußballspielmarkt und etablierte fortan ein fortgeschrittenes Steuerungssystem mit verschiedenen Aktionen für Defensive und Offensive. Die Veröffentlichung des ersten Teils 1993 war übrigens Mega Drive exklusiv. Neben den charmanten Pixel-Animationen aus isometrischer Perspektive waren vor allem die Sprechchöre und andere Sound-Samples, die zur ausgezeichneten Fußballatmosphäre im FIFA International Soccer Stadium beitrugen, das beste Feature. Wahlweise allein oder zu zweit konnte man sich bei Super Sidekicks oder Go Scoring King, wie es in Japan hieß, mit Nationalmannschaften duellieren und im Turniermodus bis in das Finale vordringen, um den Pokal des Weltmeisters an sich zu reißen. Die Grafiken für die Zeit waren toll, mit großen Sprites und bunten Bildern, genauso wie in den Spielhallen. Das hatte aber seinen Preis. Spiele für die sündhaft teure Neo Geo Konsole kosteten ab 150 Euro aufwärts, nicht selten sogar 250 bis 300 Euro. Super Sidekicks kam schließlich auf mehrere Nachfolger, die grafisch opulenten, aber spielerisch kurzweiligen Arcade-Kick-Spaß boten. Nur ein Jahr nach dem Release der Mega Drive-Fassung erschien FIFA International Soccer dann auch für andere Systeme. Als wirklich bedeutend empfinden wir jedoch die Panasonic 3DO-Fassung, da das Spiel hier erstmal in freier SVGA 3D-Grafik erschien. Ein wichtiger Meilenstein der Fußballgeschichte. Eine ausgefeilte Steuerung und Atmosphäre durch viel drumherum machten Konamis International Superstar Soccer zu einem der besten Fußballtitel aller Zeiten. Die realistisch designten Pixel-Fußballer trugen erkennbar ihre Rückennummer, verschiedene Tasten führten zu verschiedenen Aktionen und in der verbesserten Deluxe-Version konnten sogar 4 Spieler gleichzeitig ein Match bestreiten. Kurzum, ein legendäres Fußballspiel, das früh die Weichen für die Pro Evolution Soccer Zukunft setzte. Mit Mega Man Soccer erschien eine Quasi-Kopie von Nintendo World Cup, dem gleichen Prinzip folgend, auf spaßigen, lockeren Kick mit straffreien Tacklings ausgelegt und Mannschaften bestehend aus bekannten Mega Man-Charakteren. Spielerisch war es Durchschnitt. Knackpunkt: Es ließ sich schlichtweg nicht so frei und flüssig steuern wie das 4 Jahre ältere Vorbild.